Herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64. Ihr denkt vielleicht, wir wären hier im Stockwerk fertig und können in den obersten Stock gehen, aber es gibt da ein kleines Detail, das ich noch übersehen habe, und das ist auch ein Grund, warum ich das Spiel früher lange Zeit nicht durchgespielt habe, weil mir dieses Bild hier nie aufgefallen ist. Ich bin mal gegen diese Wand gerannt und dann hat sich dieses Bild bewegt. Und ich habe da eine ganz lustige Story dazu, denn es ist also noch nachts so gegen 8 Uhr, als ich Super Mario gespielt habe. Und ich habe hier so rumgeturnt und bin so aus Versehen gegen die Wand so geprallt. Und dann bewegte sich das halt und, oh mein Gott, ich und mein Bruder, wir waren so schockiert und überrascht, so, hä? Das ist eine Welt? Ja, und herzlich willkommen im Pilzfiasko. Eine sehr coole Welt. Also mir gefällt die Welt sau gut. Macht Fun. Richtig cool ist sie. Und auch sehr gefährlich. Aber dazu später mehr. Wir wollen jetzt auf den Hügel rauf, ganz nach oben. Und auch diese Welt gehört zu meinen Liebsten. Hier verbringe ich halt auch sehr häufig, wenn ich das Spiel durch habe, noch so ein paar Dummheiten. Turne hier so ein bisschen rum und mache hier und da. So, der Affe ist gefährlich. Der stiehlt einem nämlich die Mütze. Also seid vorsichtig bei dem. So, wir wollen jetzt mit diesem Baumstamm weiter. So. Klappt doch sehr gut. Wunderbar. Ja. Das Projekt endet bald. Also wir sind nicht mehr so weit vom Finale entfernt. Allerdings kommen doch noch ein paar Aufgaben auf uns. Es finden genau noch 3 Kurse. Eine Geheimwelt. Und ja, die finale Welt mit den 8 roten Münzen. Wenn ihr das zusammenrechnet, müsste das 120 ergeben. Es gibt nicht so viele Geheimsterne. Also normalerweise müsste es 30 Stück geben, aber ja, die meisten, 15 davon sind schon die roten Münzen, ne? Die 100 Münzen, nicht die roten. Und ja. Der Rest müssen wir schauen, ob wir die haben. Das sind halt Münzen aus den roten rote aus den allgemeinen Schalterpalästen. Und ja, noch andere, aber ich weiß nicht genau, was noch gemeint ist. Ja, die Toads, richtig. Die Hasen. Ja, also, ich weiß nicht, ob wir am Ende alle finden. Aber ich denke schon. Also, ich hab noch, geh ins Bild. Hallo. Ich hab noch so einiges im Kopf. Und das meiste haben wir schon gekriegt. Mystery of the Monkey Cave. Oh ja, The Monkey Cave. Die Mission ist sehr merkwürdig. Man muss jetzt den Affen fangen. Und der macht, glaube ich, dann den Käfig auf. Irgendwie so eine Szene war das. Wir müssen natürlich wieder nach oben. Und hier gab es auch irgendwo einen Teleporter. Auf irgendeinem dieser Pilze, glaube ich, war das. Der ganz kleine hier. Oder der ganz kleine. Seht ihr? Und dann kommt man. Ich weiß nicht genau, wo man hinkommt zur Kanone, ne? Ja, die ist aber noch nicht offen. Wenn wir den rosa Bonbon finden, dann, ja. Dann finden wir ihn. Ich weiß aber auch gerade nicht, wo er steht. Das ist mir noch ein Rätsel. Aber mal schauen, ich bin mir sicher, wir finden den. So, wieder den gleichen Weg. Also daran hat sich nichts geändert. Au. Danke. Ach Gott, jetzt geht's dir kaputt. So, Schluss mit dir. So, wieder über den Baumstamm. Also zweimal die gleiche Mission. Die sich dann nur am Ende etwas abändert. Aber ich muss sagen, ich habe da was nachgelesen. Und zwar ist das so gewollt. Also, um den Spieler
die Welt ja, zu präsentieren, hat man immer eine erste Mission, wo man durch die ganze Welt laufen muss, um den ersten Stern zu kriegen. Und die zweite Welt hat dann den Weg nochmal gewählt. Also es ist nochmal der gleiche Weg. Und ab dann wird es ein bisschen trickier. Dann teilt sich die Welt ein bisschen auf mit den Missionen. Wusste ich auch nicht. Was ich auch nicht wusste, ist, dass dieses Spiel, ja, da ist der Stern schon, das einzige und erste Spiel ist, was in dem Miyamoto all seine Ideen, so wie es sein sollte, umgesetzt hat. Also in allen anderen wurden noch einige Ideen verworfen. Nur in diesem hier hat er alles drin gesteckt und das richtig. Also man kann sich nicht darüber beschweren. So, wenn ich den Affe jetzt noch kriege, dann ist gut. Ist nicht so schwer. Er läuft hier in diesen Gitterstäben rum. Aber hier kannst du halt auch leicht runterfallen, ne? Komm her. Hallo. Was zum Teufel? Komm her. Mein Gott, er ist schlimmer als das Kaninchen. So, jetzt habe ich ihn. Was? Noah. Was bist du denn für einer? Muss ich mich ranschleichen? Komm her. Mensch! Ich könnte schwören, ich hätte ihn schon dreimal gefangen. Mann! Jetzt verdippt er mir hier den Part. Das gibt's doch nicht. Komm her, du. Jetzt lacht er mich auch noch raus. Gibt's doch nicht. Au. Ah, du Scheißaffe, komm her. Na los. Ach Gott. Ey, ich hab ihn doch. So. Jetzt macht er mir den Stern frei. Wunderbar. Ich komme ja, ich weiß aber nicht, wo du hin bist. So, hier bin ich ja. Und wo kommt der Stern jetzt hin? Nach unten? Ja, okay, dann springen wir mal den Wasserfall nach unten. Ah, da ist er ja. Da ist er ja. Oh Gott, wenn Mario richtig schwimmen würde, so. Ach Mann. Ist die Steuerung wieder dumm. Und die Kamera erst. Das glaubst du ja kaum. Ja, wir sind ja wieder schnell nach da oben. Also Leute, richtig krasse Mission, ne? Aber dann werden die anderen halt leichter, obwohl die roten Münzen werden noch der Horror. Die sind nämlich sehr gut versteckt hier und... So, ich muss da wirklich einen Minuspunkt setzen. Die Steuerung ist nicht gut umgesetzt. Die Steuerung ist wirklich veraltet für das Gamepad. Und das ist schade, dass Nintendo sich da keine Mühe gibt. Ja, ist aber so. Ich habe heute auch in der Nintendo Live etwas gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es kann gut sein. Die Produktion der NX wurde ein bisschen eingestellt, weil Nintendo sich... Warte, was war's? Scary... Ah, die roten Münzen. Ja, dann machen wir die mit der Nintendo Live Message.
Dann haben wir ein Gesprächsthema, also 100 Münzen kommen jetzt auch dran. Und zwar steigt Nintendo jetzt angeblich in den Virtual Reality Trip ein. Also die haben halt ihre NX ein bisschen zur Seite geschoben, ein bisschen mit Verspätung eingeplant, weil sie halt auch noch so eine Virtual Reality Brille programmieren wollen. Das ist ein offizielles Statement angeblich von Nintendo und Begründung war: We are living in Digitimes, also im digitalen Zeitalter, wo ja auch PlayStation und Microsoft ja enorm stark mit der Virtual Reality gerade punktet. Eure Meinung würde ich ganz gerne zu Virtual Reality wissen, weil das ist ein Thema, das mich persönlich ein bisschen stört. Ich würde Virtual Reality nicht befürworten, ich hasse es, weil es erstens 100% schlecht für die Augen ist und zweitens, es mir nicht gefällt. Ich mag dieses, halt du schaust auf den Bildschirm und soll ich mich trauen? Soll ich die Münzen holen oder erst zum Schluss? Erst am Anfang oder erst zum Schluss? Ich glaube, erst zum Schluss. Komm. Weil, wenn wir den 100 Münzstern haben, dann, er bleibt uns schon einiges erspart. So. Ah, nee, ihr sollt euch nicht umbringen. Sondern hier explodieren, damit ich eure Münze kriege. Und dadurch bringt die Münze in den Tod. Ah, oh, GG. Nee, aber was hat Mario nur? So, werfen und bumm. Jetzt du da. Komm her. Ja, also, die NX wird Virtual Reality Brillen supporten. Wenn man es so macht, dass man halt optional die Virtual Reality nutzen kann, so wie bei der Oculus Rift, da ist man ja auch nicht unbedingt angewiesen auf die Brille, wenn man ein Spiel spielen will. Aber, ja, dieser Zwang der Brille, das würde ich nicht befürworten. Das würde ich sogar eher vermeiden. Also, dann wäre ich raus. NX würde bei mir dann keinen Kaufgrund haben. Ja, brauche ich deine kleinen Münzen? Ehrlich gesagt, ich scheiß drauf. Aber ich weiß auch irgendwie nicht wirklich, wo wir noch Münzen herkriegen. Hier gab es doch immer einen Pfahl, aber den gibt es, glaube ich, nur in der DS-Version. Ganz oben gibt es noch einige Münzen, ja, gut. Wir haben erst 31. Eieiei, hier warten noch ein paar Goombas auf uns. Nee, aber dann würde ich heute ansprechen: Virtual Reality. Seid ihr dafür? Habt ihr schon mal Oculus Rift probiert? Ich persönlich noch nicht. Ich hatte jetzt vor kurzem auf der LGX die Möglichkeit, die Samsung Virtual Reality Brille dort zu testen. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber da kann man halt seine Smartphone-Erlebnisse als Virtual Reality erleben. Ich weiß auch nicht genau, wie das geht. Au. Hier gibt's noch Münzen und ich weiß nicht, was dieser Schalter soll. Was der genau macht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ach so, der stellt nur eine Kiste hin, um da ranzukommen. Okay. Mehr nicht. Dann haben wir sehr wenig Münzen, muss man sagen. Ich glaube, die 100 Münzen kriegen wir ganz anders. Und zwar gibt es hier noch ein zweites Level. Oder besser gesagt, eine zweite Rutsche. Und ich glaube, wir müssen an die ran. Und da war sie schon. Ah, warte, da sind noch Goombas. Oh Gott. Okay, die sind dann für später. Au. Ah ne, hier gibt es ja noch Münzen. Richtig. Das ist ein sehr gefährlicher Ort. Au.
Und ja, Lieder machen das nicht besser. So. Und dann noch hier ranhängen. Und wenn Mario jetzt nicht abgeknallt wird, passt es. Ja, also ich stehe negativ gegen die Virtual Reality Brille auch. So, 60. Dann brauchen wir immer noch Münzen. Aber ich weiß nicht, wo der Rest ist. Wo kann dann auch ein blauer Schalter sein? Hm. Müssen wir schauen. Ja, dich, aber du gibst ja nur so, eh nur 2 Münzen, von daher bist du mir ziemlich schnuppe. So. Ach Gott, Mario, mach Long Jump. Au. Volle Breitseite. Ja. Also, ich finde es schade, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Nintendo diesen Trip erst später macht. Also als Verbesserer. Kopierer der Technik. Aber nö. Nintendo geht jetzt in den gleichen Weg wie alle anderen auch. Und da ist noch ein Schalter. Hä? Ich kann die Welt nicht mehr. Nee. Hä? Das ist doch... Ach so. Was habe ich denn da oben gesehen? War das die Stelle? Wow. Ah, und der Schalter ist auch nur da, um da eine Ebene zu kriegen, um an diesen Stern ranzukommen. Okay, okay. Nee, das ist die gleiche Ebene. Okay. Ja gut, dann geh nochmal zurück. Au, 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 au. Jetzt nicht wegsterben. Mein Freund Mario. Das wäre fatal. Jetzt geht's noch auf die Rutsche, aber das Problem bei der Rutsche ist, die ist verdammt schnell. Also, wie wir da alles kriegen sollen, ist mir ein Rätsel. 100 Münzen. Hm. Blauer Schalter müsste es hier auch geben. One-Up. Blauer Schalter. Nö. Ja gut, dann kriegen wir den 100 Stern nur, wenn wir ganz gut aufpassen. Hier gibt es aber relativ viele Münzen. Besonders die blauen. Die muss man mitnehmen. So. Jetzt hier rüber. Das ist sau gefährlich. So, 5 Münzen fehlen. Aufpassen. Oh Gott, spring, 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 spring. Nein. Nein! Ah, wir starten noch auf der Rutsche. Ja gut, dann machen wir die. Wenn ich mich recht erinnere, kann man sogar wieder in die Welt. Also man muss nicht zwingend den Rutschbärenstern nehmen. So, erste Münze ist so schwer. Holy shit. Immer diese Routen, immer diese 100 Münzen auf den Rutschbahnen, ne? Ist unmöglich. Hatten wir ja auch schon auf der, oh Gott, wo geht's denn lang? Ah, Gott. Auf der Pinguinwelt haben wir den Stern ja auch auf der Rutsche gekriegt. Was nicht so super ist. Und wirklich kein blauer Schalter? Und darauf sollte man eigentlich reinrutschen. Okay. Und wenn ich mich nicht irre. Warte mal. Ja, da kann man wieder runterspringen, ne? Sollen wir das machen? Ich glaube schon. So, au. Ne, weil wir jetzt sammeln ja die 100 Münzen. Und die Routen. Und ich glaube, ich mache die Welt auch heute in diesem Part fertig. Also, wenn wir diese Münzen-Challenge haben, dann ist es vorbei. Dann ist die Welt ganz schnell gegessen. Gibt noch ein paar komplizierte... Was habe ich denn heute? Ja gut, meine Stimme ist sehr trocken. Muss noch Wasser zur Tankstelle holen.
Ja, wenn diese Welt fertig ist, Quatsch, wenn diese Mission fertig ist, müssen wir noch auf diesen Pilz dort. Das ist noch nicht so leicht. Aber ich dachte eigentlich, es gäbe hier auch noch eine Geflügelkappe, aber irgendwie nicht. Es ist wohl auch etwas anderes. Und der rosa Bonbon habe ich auch noch nicht entdeckt. Weil ich irgendwie auch noch nicht, wo der steckt. Aber mal schauen. Immerhin kriegen wir jetzt mal den 100-Münzstern. So, wenn die auch noch mitspielen. Ah, zwei Münzen. Ah, Gott, eine. Egal, dann werden es halt daraus zwei. Ne, okay. Dann mache ich halt hier raus fünf. So. Wunderbar. 69. 70. So, kriege ich dich down. Scheiß Kerl. Komm her. Ach, so ein Wichser. Ah. Ich habe den rosa Bonbon gesehen. Gott, Mario hat in diesem Spiel richtig Probleme mit der Schwimmsteuerung. Ist wirklich nicht optimiert. Ah, und das auch nicht. So, man muss geduckt einige Meter sich bewegen. Dann kann man erst den Long Jump ausführen. Naja, naja. Nicht so geil. So, ich gehe jetzt hier hoch. Wenn ich was sehen würde. Danke. Kann ich die Kamera? Doch, kann ich. Okay. So. Dann hier ein Wandsprung. Au. Ach Gott, Mario. Also die Steuerung muss 100 Pro auf dem Nintendo 64 besser gewesen sein. Die war viel genauer. Viel genauer. So. Hier noch die Dinger. Ich glaube, da kriegt man auch Münzen raus. Da sind die. Sind die unendlich? Ich glaube schon. Okay. Nein. Ah! Gott! So ein Scheißdreck. Unmöglich. Es regt auf, weil die Steuerung total für den Arsch ist. So schade. Das regt wirklich auf. Sie ist ungenau, sie hat keine Ahnung. Sie ist einfach nicht für die Wii U geschaffen. Das finde ich halt schade, dass die Qualität so langsam bei Nintendo verschwindet. Es waren noch die einzigen, die irgendwie Qualität rüberbringen, aber seit dem Amiibo-Zeitalter und den DLCs kannst du es vergessen. Kannst du so vergessen. Und die springen ja jetzt eh wieder auf dieses Virtual Reality Zeugs. Von daher. Ja. Ich weiß nicht, ob ich lange noch Nintendo Spiele zocke. Also gut, die alten schon. Ne? Die alten sind ja bombastisch. Aber die neuen. Keine Ahnung. Wie seht ihr das? Reizt euch Virtual Reality oder nicht? Das würde ich halt ganz gerne von euch wissen. Weil, ja. Und man muss tatsächlich die Rutsche machen. Ist das dein Ernst? Ja, du musst wirklich auf die Rutsche. Um die 100 Münzen zu kriegen. Wahnsinn. Wahnsinn. Hier kommt noch eine Mission, da werden wir 100 pro noch 100 Mal sterben. Da geht es um die Kanone. Wo man richtig auf den Pilz landen muss.
Und das wird jetzt Part mit Überlänge. Und ja, viel zu erzählen habe ich jetzt nicht. Ich bin ein bisschen wütend über das, was gerade passiert ist. Hä? Lol, ein Bonbon. Fällt der hier einfach runter? Ja, ist uns ja auch schon passiert, ne? Brauchen gar nicht so dumm über den zu lachen. Der Mario hat's auch schon hingekriegt. Ah, Mann. Yes, ich habe nicht gesagt, dass es eine einfache Welt wird. Aber ein bisschen besser ging's dann durch. So schlimm ist die Welt jetzt auch nicht. Wow. Ach, bringt mich doch um. Drecksmaulwürfe. Und dann springt er so hoch. Oh, ich fass's nicht. Dieses Trollgame. Eieieiei. Ach, geh doch da hoch. Mann. Bist du behindert? Ist doch nicht so schwer. So, letzte rote Münze. Dann ist Schluss hier. Geht doch. Ja, ich speedrunne jetzt ein bisschen hier durch. Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hol 100 Münzen. Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Lust mehr. Ist doch zum Kotzen. Den Pilz kommt man, glaube ich, mit Long Jump nicht dran. Pilzstern, egal. Mann. Es lief doch so gut. Jetzt geht's wieder nicht. Ist wirklich zum Kotzen. Zum Kotzen. Hier gibt's auch noch einen Wind mit Auftrieb. Aber wo der jetzt... Oh Gott. Ich hab den... Wenn ich jetzt nochmal sterbe, beende ich den... Bis zum nächsten Mal bei Super Mario 64.